Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Train Fever. Oh ja. Gestern haben wir hier unsere neue Rundkursstrecke hier gebaut. Und jetzt tun wir erstmal Blauengruben und Wittenberge. Im Nahverkehr. Bauen. Tun. Ich stehe gerade ein bisschen auf Schlauch, was ich sagen will. Oder wollte. Oder sag und tue. Manchmal ist das Reden ganz schön anstrengend. Ihr wisst es zum Beispiel. Ich weiß, was soll ich denn jetzt erzählen nochmal? Das habe ich jetzt schon 3000 Mal erzählt, weil ich sowas mache. So, wir bauen jetzt in die Straße. Ich fange hier hinten an, dann fahren wir hier rüber. Was ist denn das? Oh ne. Ich dachte, gäbe es was Neues. Dann halt mal hier, dann halt mal hier, dann fahren wir zurück. Ja, dann fahren wir hier durch. Oh yeah. Dann fahren wir nochmal hier runter, dann bauen wir hier noch eine kleine Straße, geht hier rüber so und so. Und dann fahren wir hier rüber, dann fahren wir hier lang, dann fahren wir hier durch. Ah, da hier hochfahren, können wir dann hier lang fahren, dann fahren wir dann hier rüber, so, zack, und dann geht's dann hier lang, und dann sind wir hier schon im Wohngebiet angelangt, so. Und dann fahren wir noch eine Ecke rum und hier rum, und dann können wir hier vorne schon wieder anhalten, und dann sind wir fertig mit unserer Strecke. Wie gesagt, ich erzähle das immer wieder. So, jetzt bauen wir die Strecke ganz schnell hier, zack, 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 zack. Und bitte nochmal zurück, das könnte man eigentlich mal einführen, dass man das automatisch macht. Da habe ich eine Haltestelle vergessen. So. Und schon haben wir den Bus. Blauen 1. Aber dafür nur ein paar Fahrzeuge und dann ist gut. Iku, Iku, Iku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wäre doch gelacht. Und der automatische Ersatz. Mercedes-Benz U6660. Krümmung zu groß. Hier bauen wir ausnahmsweise mal wieder sowas. Dann gehen wir ausnahmsweise mit zwei Strecken wieder zurück. Fahren wir nämlich immer hier raus. Dann geht es immer hier hoch zu raus. So. Und brauchen wir hier noch eine Verbindung, damit wir hier enden können. Enden. Und die andere Strecke geht hier hinten hoch. Und endet hier. Boah, ich bin gerade irgendwie nicht so gesprächig. Ich glaube, ich sollte danach auch erstmal eine Aufnahmepause machen. Eigentlich wollte ich ein bisschen mehr aufnehmen, aber ich bin gerade echt nicht so gesprächig. Das ist jetzt ohne für euch schön. Lust habe ich ja richtig zum Spielen, aber ich bin nicht so gesprächig. Ja, ich hatte jetzt lange nicht gespielt, ne? Jetzt müsste ich erstmal an das ganze Sprechen wieder gewöhnen. Bus, wo sind wir denn? Guben. Guben 1. Das war falsch. Ja, ich weiß. Guben 1. Dann ist es halt 2. Ist mir egal. Bus. Guben 1. Ob nun der eine ist oder der andere, das ist eigentlich vollkommen egal.
Wichtig ist, es sollen Busse darauf fahren. Und die kommen jetzt. Ach, und da fällt mir gerade ein, ich habe an jeden Bahnstrecken Bahnübergänge schon wieder vergessen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das heißt, gleich mal machen, wie ich sehe. Erst das Fahrzeug auswählen. Schöner wär's, die Fahrzeuge drauf und ich drücke jetzt hier drauf und jetzt macht er automatisch schon seinen Ersatz. Oder nicht halt immer, also das ist immer halt das neueste Fahrzeug, was es zurzeit gibt, dass er das halt nimmt und mit dem überall lang fährt. Das wäre eigentlich die schönste Neuerung. Habe ich hier vorne noch eins gehabt? Da ist noch ein Bahnübergang. Hier auch noch. Gut, haben wir die. Hier müssen wir das noch machen. Ja, genau, das passt. Jetzt haben wir nur noch Wittenberge. Komme ich jetzt auf Witzen? Ich hab's einfach so verbunden gehabt, hä? Hä? Probieren. Zusammenfügen. Gut ist. Dann müssen wir jetzt die Linie irgendwie noch erstellen. Ich würde sagen, wir fangen hier hinten an. Das trifft sich relativ gut. Von hier rum. Hier machen wir noch eine Verbindung. Und vorn bis hier hinten raus. Und lenken hier um. Neue Linie führt dann hier entlang. Und zurück. Ist gerade noch nicht perfekt, weil die eine Straße noch fehlt. Oh, ich sitze schon mal ganz doof irgendwie. Und mein Arm tut schon mal weh. Gerade frisch aus Urlaub zurück und kann gar nicht richtig zocken. Das ist schlimm. Bus Wittenberg. 1. Warum ich eigentlich immer die 1 da noch mache, ist eine gute Frage. Siehst du, schon fährt er ordentlich. So wie es sein soll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wittenberg. Das passt. Noch den Fahrzeugersatz einstellen. Und gut ist. Dann, wenn wir immer dabei sind, erstellen wir dann eine neue Linie. Die geht von hier über dort nach da und da. Und natürlich zurück. Die heißt Wittenberge Plauen. Da brauchen wir jetzt erstmal noch hier ein kleines Signal. Und ein Depot. Mitten im Berge. Und neue Züge, die wir darauf fahren lassen. Die Wagen sind ja klar, aber ich würde diesmal wieder diese Lokomotiven nehmen. Also, den.
Und 1, 2, 3, 4, 5. 5 vorne auf den. Verhängen wir noch einen 6. Eigentlich ist gut. Das ist eine ziemlich lange Strecke. Vier Minuten Takt. Klingt jetzt gar nicht mal so schlimm. Schauen wir uns das mal an. Vorne tun sie auch. Schön, schön hier mitten im Berg drinne. Reichen die Bahnsteiglängen dafür eigentlich? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Das reicht vollkommen aus. Ich denke mal, die Kapazitäten sind jetzt noch ein bisschen zu groß eigentlich für den ganzen Spaß, aber naja. Hat mir gerade durch sein komisches Update alle Leute gelöscht. Super. Gut, das war's erstmal für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.